Wie viele Atome gibt es im sichtbaren Universum? Auf den ersten Blick scheint man chancenlos zu sein, hier mit einer Fermi-Rechnung eine halbwegs vernünftige Größenordnung aus dem Boden stampfen zu können. Aber es geht. Mit ein paar astronomischen Daten und einigen Grundannahmen kommt man relativ schnell zu einer sehr vernünftigen und bissfesten Größenordnung. Werfen wir zunächst einmal einen Blick auf unseren faszinierenden Heimatstern. Um diesen kreisen 8 teilweise ziemlich massive Planeten und hunderttausende Trümmer. Aber trotzdem vereint die Sonne beeindruckende 99,9% der Masse unseres Sonnensystems. Sogar der majestätische Jupiter hat etwas überraschend nur rund ein Tausendstel der Sonnenmasse. Weil die Sonne praktisch die gesamte Masse in sich vereint, können wir alles andere elegant von der Tafel fegen. Nehmen wir die Sonne jetzt einmal genauer unter die Lupe. Woraus besteht sie? Den größten Massenanteil macht der Wasserstoff aus, gefolgt vom Helium. Gemeinsam machen diese beiden Elemente bereits über 98% der Sonnenmasse aus. Die restlichen Elemente sind prozentuelle Peanuts. Weil wir eine Fermi-Rechnung durchführen, runden wir salopp auf und behaupten einfach, dass die Sonne und somit das ganze Sonnensystem zu 100% aus Wasserstoff bestehen. Der Fehler, den wir dadurch machen, beeinflusst die Größenordnung nicht. Rechnen wir uns zunächst die Anzahl der Atome in der Sonne aus. Dazu werfen wir einen Blick auf das Periodensystem. Wasserstoff hat die relative Massenzahl 1. Das bedeutet, dass ein Mol Wasserstoff eine Masse von einem Gramm hat. Die Sonne hat eine Masse von 2 mal 10 hoch 30 Kilogramm. Das sind 2 mal 10 hoch 33 Gramm und somit auch gleichzeitig 2 mal 10 hoch 33 Mol Wasserstoff. Und weil ein Mol immer 6 mal 10 hoch 23 Teilchen hat, besteht somit unsere Sonne aus 10 hoch 57 Atomen. Naja, das ist en passant jetzt schon mal ein ziemlich beeindruckendes Zwischenergebnis. Wenn man gerne Zahlennamen mag, 10 hoch 57 entspricht einer Nonilliarde. Nicht mal Dagobert Duck hat so viel Geld. Um jetzt auf die Anzahl der Atome im sichtbaren Universum zu kommen, müssen wir unsere Überlegungen extrapolieren. Wir nehmen dazu an, dass die Sonne ein Durchschnittstyp ist. Und wir halten fest, ein durchschnittlicher Stern im Universum hat 10 hoch 57 Atome. Galaxien haben durchschnittlich 10 hoch 11 bis 10 hoch 12 Sterne. Und es gibt wiederum 10 hoch 11 bis 10 hoch 12 Galaxien im sichtbaren Universum. Diese Zahlengleichheit ist übrigens reiner Zufall. In Summe gibt es daher im sichtbaren Universum 10 hoch 22 bis 10 hoch 24 Sterne. Weil jeder Stern 10 hoch 57 Atome hat, macht das in Summe also 10 hoch 79 bis 10 hoch 81 Atome im sichtbaren Universum. Wir sprechen hier also von Trädezillionen bis Trädezilliarden. Ich finde diese Zahl schon sehr faszinierend. Gibt es tatsächlich mehr Sterne im sichtbaren Universum, als es Sandkörner auf der Erde gibt, wie das der Astrophysiker Carl Sagan einmal behauptet hat? Das kann man mit Sicherheit gar nicht sagen, weil es ironischerweise nämlich wesentlich schwieriger ist, die Anzahl der Sandkörner auf der Erde abzuschätzen, als die Zahl der Sterne im sichtbaren Universum. Und deshalb gehen die Meinungen diesbezüglich auch etwas auseinander. Wie dem auch sei, die Anzahl der Sandkörner auf der Erde bzw. der Sterne im sichtbaren Universum liegt größenordnungsmäßig ungefähr in derselben Preisklasse. Und wenn man sich anschaut, wie wahnsinnig viel Sand es auf der Erde gibt, dann bekommt man einen ungefähren Eindruck davon, wie absurd viel Sterne es im sichtbaren Universum geben muss.